Ja, hallo liebe Kopterfreunde und Unique-Fans und willkommen auf meinem Kanal. Heute geht's um das duale Ladegerät der Firma Eve Peak. Genauer gesagt um das DY3. Da gibt's ja bereits schon für den Q500 das DY1 und das ist jetzt das Nachfolgemodell für die Akkus vom Typhoon H. Und zwar in dem Fall wirklich ausschließlich für die Akkus vom Typhoon H. Ich selbst habe das in dem Fall mir nicht gekauft, ich habe mir das einfach mal ausgeborgt von einem Kumpel, denn wie ihr wisst, habe ich ja das Twin X400, das ist ja ein Ladegerät, womit ich alle möglichen anderen Akkus laden kann, deswegen brauche ich persönlich das Eve Peak jetzt nicht. Trotzdem möchte ich euch das gern heute einmal in diesem Video vorstellen. Das Dual-Ladegerät wird in einem Karton geliefert und direkt oben auf liegt natürlich die Bedienungsanleitung. Die ist einmal in Englisch gehalten, natürlich hier auch bebildert und kurz erklärt. Das sind 4 Seiten und auf der Rückseite haben wir das Ganze noch einmal in Chinesisch. Reicht in dem Fall vollkommen aus, denn dieses Ladegerät hat nicht sehr viele Schaltflächen, die man hier bedienen muss. Das Ladegerät selbst ist einmal in Schaumstoff eingelassen, um den Transport natürlich gut zu überstehen und um staubgeschützt zu sein, in einer kleinen Plastiktüte verpackt. So sieht es von vorn einmal aus. Da sehen wir die beiden LCD-Anzeigen. Einmal auf der linken Seite noch einen USB- und Netzsteckeranschluss und hinten dran sehen wir 2 kleine Lüfter mit den entsprechenden Auslässen. Obendrauf natürlich die Aufnahmen, wo die Akkus entsprechend eingesteckt werden und die LCD-Anzeigen sind noch einmal mit einer Folie geschützt. Zum Schluss natürlich noch einmal der Netzsteckeranschluss, in dem Fall für die EU. Mit einer Länge von ca. 1,5 Meter reicht zum Laden und Anstecken des Eve Peak Dual-Ladegerätes auf jeden Fall aus. Das Dual-Ladegerät ist hier sehr einfach gehalten, das ist auch gut so und das soll auch so sein. Genauso wie die Qualität, die ist dem Preis entsprechend, das kostet ca. zwischen 80 und 90 Euro und man benötigt aber hier nichts weiter außer das Ladegerät für die Akkus. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wir entnehmen den Akku aus dem Typhoon H und stecken den oben in den Slot und dann sind wir schon so gut wie fertig, um mit dem Ladegerät zu laden. Wir sehen dann auf unserer Anzeige, das zeige ich euch gleich nochmal separat, schon einige Informationen über den Zustand des Akkus, den wir gerade eingesteckt haben. Die beiden LCD-Anzeigen sind hier identisch und enthalten Informationen über den Füllstand in Prozent. Rechts daneben finden wir die Millivolt-Ampere-Stunden, die in den Akku geladen worden sind. Dann natürlich die entsprechenden 4 Zellen und deren Voltanzahl, sowie oben rechts die Ladezeit, wie lange wir den Akku letztlich geladen haben und den Modus, in welchem wir uns befinden. Ihr habt das gerade eben gesehen, ich habe auf der linken Seite den linken Slot einmal auf den Knopf gedrückt, damit habe ich in den Charge Mode gestellt und auf der rechten Seite dasselbe. Hier habe ich einmal die Wahl zwischen dem Charge Mode einmal kurz drauf drücken oder 2 Sekunden gedrückt halten und in den Storage Mode den Lagerzustandsmodus zuschalten oder wieder zurück in den Idle Mode, also in den Ruhezustandsmodus zu gehen. Man hat bei dem DY3 jetzt hier die Möglichkeit in den Storage Mode zu laden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Akku leer ist und nach oben geladen wird bis auf 50% oder ob er 100% hat und zurückgeladen wird auf 50%. Und das ist hier schon eine Verbesserung zu dem Vorgängermodell, den DY1 für den Q500. Bevor ich das Laden mit dem DY3 begonnen habe, habe ich die Akkus einmal ausgelesen. Mittels der LiPo-Checker habe ich vorher einmal geschaut, wie der Zustand der Akkus ist, um das dann einmal zu vergleichen bzw. um eventuell eine Differenz festzustellen. Da habe ich hier einmal einen Akku mit 3,8 Volt pro Zelle. Das entspricht in etwa dem Lagerzustand fast 50%. Das wäre in dem Fall hier erste Akkuwarnung direkt gelandet. Und dann habe ich noch einen zweiten Akku, der Akku 1. Das müsst ihr gleich mal mitschauen. Der Akku 1, der ist einmal komplett leer. Den habe ich im Notlandemodus gelandet
Und da sehen wir einen Zustand von 3,68 Volt pro Zelle. Also der ist schon ziemlich leer in dem Fall. Das entspricht knapp ca. 10%. Da der Graupner Akkuchecker leider keine Prozentanzeige hat, habe ich hier einfach noch meinen anderen Akkuchecker genommen. Und hier sehen wir aber dieselben Ergebnisse. 3,68 Volt ungefähr pro Zelle mit einer Totalkapazität von 14,7 Volt. Circa 9% hat er hier angezeigt. Und der andere Akku, der im Lagerzustand bereits war, auch hier sieht man, ja, 35% und die 3,8 Volt, die wir zuvor ebenfalls angezeigt hatten. Jetzt werde ich natürlich beide Akkus in das DY3 Ladegerät einstecken und einmal schauen, was mir die beiden LCD-Anzeigen anzeigen. Akku 1 war der, der bis auf 10% entladen worden ist, und das zeigt er mir hier ebenfalls an. Und Akku 3, der war auf 35% entladen, und das haut hier in etwa ebenfalls hin. Ich zoome jetzt nochmal ein kleines Stück für euch rein, damit wir uns das hier in dem Fall etwas genauer anschauen können. Und auf der linken Seite sehen wir natürlich den Akku, der auf 10% entladen war, 9%. Auch hier wird die 3,68 angezeigt und rechts daneben die von mir ebenfalls zuvor ausgelesene 3,81. Jetzt habe ich natürlich das Laden begonnen und ihr seht schon, dass das hier etwas schneller geht. Auf der linken Seite möchte ich einmal die Zeit messen, bis ich in den Storage Mode geladen habe, und auf der rechten Seite von den 35-36% den Akku einmal komplett voll laden. Das Ganze natürlich für euch in einer schnelleren Geschwindigkeit, damit es nicht ganz so langweilig wird. Und wir sehen hier sehr schön, dass die Voltanzeige sich hier entsprechend verändert und natürlich auch die Milliampere-Stunden, quasi wie viel wir in den Akku hinein laden, und natürlich auch das Balancieren, was wir hier sehr schön sehen können. In der rechten LCD-Anzeige sehen wir End bei 45 Minuten und 55 Sekunden ist der Akku einmal komplett vollgeladen. Genau gesagt haben wir hier bis auf 100% 3339 mAh hineingeladen. Das entspricht etwa etwas mehr wie die Hälfte. Der linke Slot lädt noch nach wie vor in den Storage Mode und hat dann nach 73 Minuten das Ganze hier beendet. Das heißt, dieser Akku ist für uns jetzt im Lagerzustand und kann so über mehrere Wochen gelagert werden, falls man eben einmal nicht fliegen kann. Oder wenn man dann plötzlich fliegen möchte, kann man natürlich von dem Lagerzustand den Akku auch direkt vollladen. Und genau das möchte ich jetzt einmal testen. Auf der linken Seite werde ich den Akku einmal vom Lagerzustand vollladen und schauen, wie lange wir dafür benötigen. Und rechts das Ganze einmal umgekehrt, also quasi einen vollen Akku in den Lagerzustand zurückversetzen. Sollte ich zum Beispiel die Akkus geladen haben und fliegen wollen, aber nicht konnte, weil es meinetwegen regnet, dann möchte ich vielleicht die Akkus dann anschließend wirklich in den Lagerzustand versetzen, und wenn ich nicht fliegen kann, ist das doch recht schwierig. Mit diesem Ladegerät aber funktioniert das, indem ich einfach 2 Sekunden den Knopf drücke, um vom vollen Akku in den Lagerzustand zu entladen. Und auch hier sehen wir, dass sich die Prozentanzeige entsprechend verändert. Das heißt, hier wird natürlich von 100 abwärts gezählt. Genauso wie die Kapazität, die aus dem Akku herausgezogen wird oder entladen wird, sehen wir ebenfalls in Milliampere-Stunden angezeigt. Im linken Slot der Akku, den wir vom Storage Mode, also vom Lagerzustand, einmal voll laden. Hier sind wir schon bei 99% und bei knapp 43 Minuten ist der Ladevorgang beendet und der Akku voll. Ganz anders sieht es aus, wenn wir einen vollen Akku in den Lagerzustand zurückversetzen, also quasi entladen. Das Ganze dauert 197 Minuten, das sind quasi 3 Stunden und über 15 Minuten. Ist aber auch normal und logisch, denn die Entladeleistung ist hier auf 3 Ampere begrenzt. Während 2 Flugakkus im Ladegerät geladen werden, kann ich zusätzlich dazu am USB-Port noch die Funkfernsteuerung laden. Mit 2 Ampere wird hier der Akku der Funkfernsteuerung geladen.
einfach einstecken. Und ihr seht auch hier, dass ich sofort die Funkfernsteuerung in den Ladezustand begibt. Da sieht man, dass hier das Symbol einmal gezeigt wird. Und wenn ich jetzt auf die Funkfernsteuerung tippe, dann sehen wir hier auch den Ladezustand der Funkfernsteuerung. Ja, im Großen und Ganzen macht das EVPIC DY3 hier einen guten Eindruck. Ich kann zwei Typhoon H Akkus, aber leider wirklich nur zwei Typhoon H Akkus gleichzeitig laden. Zusätzlich dazu die Funkfernsteuerung bekomme hier auf den beiden Anzeigen sehr viel angezeigt. Eigentlich das Wichtigste, was man so braucht, was man wissen muss. Und das Ganze ist wirklich sehr einfach zu bedienen. Man hat hier nur zwei Knöpfe und kann hier im Grunde auch nichts falsch verstellen oder verkehrt machen. Ja, wer jetzt hier nur mit dem Typhoon H fliegt und auch in absehbarer Zeit nicht drüber nachdenkt, sich noch etwa einen anderen Kopter mit anderen Aufnahmen oder Anschlüssen zu holen, für den kann ich dieses Gerät hier auf jeden Fall empfehlen. Oder wer natürlich auch gerne die Storage-Funktion benötigt, weil er die Akkus doch lieber gerne in den Lagerzustand versetzt, für die kann ich dieses Gerät wirklich empfehlen und für die 80 bis 90 Euro ist das vollkommen in Ordnung und dafür gibt es aus meiner Sicht einen Daumen hoch. Aber den einen oder anderen Kritikpunkt habe ich trotzdem noch. Leider hat das EVPIC DY3 keinen Ein- und Ausschalter. Sowohl am Ladegerät als auch am Stromkabel ist hier keiner vorhanden. Das ist natürlich schade, denn so muss ich immer entweder den Stecker ziehen oder die Steckerleiste, in dem Fall ausschalten. Anders beim iMAX X400, auch hier am Ladegerät selbst ist keins, aber das wird ja mittels Vorschaltgerät hier sozusagen betrieben und da ist einer vorhanden und das ist natürlich wesentlich komfortabler. Leider fehlt mir am EVPIC DY3 eine Art Signalgeber, eine Art Buzzer oder Pieper, denn ich würde sehr gern wissen, wenn der Ladezyklus beendet ist. Das Einzige, was ich hier höre, ist, wenn ich den Ladezyklus starte, dass der Lüfter anläuft. Gleiches gilt, wenn der Ladezyklus beendet wird oder beendet ist, dann geht der Lüfter aus. Anders bei dem Standard-Ladegerät von Unique, hier habe ich einen kleinen Piepton schon allein, wenn ich das Ladegerät an die Stromversorgung anschließe oder in dem Fall hier, wenn eine Fehlermeldung kommt oder gezeigt wird oder wenn ich den Akku einsetze bzw. wenn der Akku in diesem Fall hier komplett geladen ist, dann piept es und signalisiert mir, ich bin fertig. Was mir doch jetzt etwas mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist die maximale Ladeleistung, mit der das Dual-Ladegerät hier pro Slot lädt. Das wird hier in dem Fall mit 6 Ampere angegeben. Und wenn wir mal genau nachschauen, was auf dem LiPo steht, da steht nämlich nicht mehr wie eine Kapazität als Charge, also als Laderate zu nehmen. Und das wären hier 5400 Amperestunden, das heißt mit maximal 5,4 Ampere ist hier zu laden. Ja, und das Standardladegerät, das lädt hier mit 4 Ampere, also unterhalb dessen, was man sollte, was natürlich ein schonenderes Laden ermöglicht. Ja, das war aber dann der letzte Kritikpunkt, den ich hier am Ladegerät gefunden habe. Aufgrund der Einfachheit des Ladegeräts gibt es da auch nicht allzu viele Punkte, die man hier erwähnen könnte. Ja, liebe Leute, damit bin ich am Ende des Videos über das EVPIC DY3 Dual-Ladegerät für den Typhoon H. Ich kann von meiner Seite her mit gutem Gewissen sagen, wer hier gerne ein Dual-Ladegerät einfach haben möchte, der soll sich dieses kaufen. Damit sind wir aber am Ende des Videos. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Ich sag schon mal Tschüss. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video und schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei, unique.fans. Tschüss, macht's gut, bis dann, ciao!